Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skirm. So, was werden wir heute tun? Zuerst gehe ich mal darüber am Hochstand. Ich möchte mich gerne umziehen. Ja, bevor wir bauen, möchte ich, während des Laufens kann ich aufdrehen. Wir waren oben am Stützpunkt. Ich möchte gerne das Auto zurückholen. Ja, dort steht ja Porsche Panamera. Ihr lasst doch das Auto stehen. Nein, niemand wird zurückgelassen. So, und weil wir ja diese schöne Rückreise gemeinsam vorgenommen haben, immerhin Schrotpatronen, ziemlich exakt, was wir brauchen, weil wir diese schöne Rückreise gemeinsam vorgenommen haben, denke ich mal, die Hinreise können wir auch gemeinsam machen. Ja, wir sind viel gelaufen und ich freue mich schon auf die Baufolgen und die werden kommen, aber der Porsche Panamera. So, Moment. Ich schau mal nach. Also 0 von 8. Och, wie schön. Super ist das. So. Das will ich noch. Ich möchte das auf 1 und das natürlich auf 2. Genau. So, was ich gerne tun möchte, ist, ich möchte mich richtig ausrüsten. Ganz, ganz richtig. So, Essen gleich. Apropos Essen. Stoppwechsel. Okay, wir könnten tatsächlich was essen. So, aber bevor wir zum Essen kommen. Also, wir haben ja eine Weihnachtshose. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Weihnachtspullover anziehen. Eine Weihnachtsmütze anziehen. Oh ja, rosa Armeestiefel. Die sind natürlich auch, die sind der Hammer. Rosa Armeestiefel. So, und die Weihnachtsmütze aufsetzen, super. So, dafür muss aber der Regenmantel weg. Und ich würde auch hier die taktische Weste ausziehen. So, taktische Weste. Super, dann haben wir 3 in Reserve. Den Kinderrucksack. Den würde ich da ablegen wollen, nämlich genau da rein. Super, nur ist mir die Hose im Weg. Fein. Hose daher gelegt. Und Rucksack hier abgelegt. So, und wenn ich jetzt das Messer... Es kann aber auch ruhig in der Bauchtasche bleiben. So. Super, das, was mich stört, ist eigentlich jetzt fürs Weihnachtsoutfit nur die taktische Jacke. So. Und die Weste werde ich wahrscheinlich auch ablegen. So, die taktische Jacke ist zwar super, aber ich glaube, die werden wir zerschneiden. So, die nehmen wir da rein und die taktische Jacke ziehe ich mal aus. So, und jetzt? Oh mein Gott. Sieht super aus, aber wer will denn das? Dö. Und hinten steht Skam drauf. So. Der Weihnachtspullover muss leider wieder ausgezogen werden. Also leider ist gut. Das geht so nicht. So, Weihnachtspullover. Ja? Auch der nimmt 4 Slots, verdammt. Okay, ich brauche sowieso einen Rucksack. Den brauche ich auf jeden Fall, und zwar den guten. So, jetzt kann ich den Weihnachtspullover ausziehen. Und jetzt laufe ich mal... Moment, sieht das gleich besser aus? Naja, mit diesem Hippie-Shirt. Also nicht, ob ich das mag. Hippie-Shirt. So, das hat sowieso auch keine Slots. Kann ich wirklich, das brauche ich nicht. So, die MMA-Handschuhe, ja... Die Handschuhe zum Stressabbau, die lasse ich. Die rosa Kampfstiefel, die brauche ich auf jeden Fall. Also die kommen nicht weg. Rucksack bleibt. Weihnachtshose. Ich tausche die aus gegen irgendwas anderes. So, Weihnachtshose. Na komm. Ich lege die Weihnachtssache. Die Weihnachtssachen ganz nach unten.
Sind zwar lustig, aber mit denen laufe ich dann erst wieder zu einer anderen Jahreszeit herum. So, Weihnachtssachen. Und brauche ich da noch irgendwas? Nö, so ein schönes blaues Shirt. Oh, habe ich da noch immer die Haube auf? Die nehme ich natürlich ab. Das schöne, wallende Haar von Weitraut will ich nicht verhindern. So. Gut, das geht natürlich auch nicht. Gekleidet in rosa Kampfstiefel, rosa K und Handschuhe und sonst nix. Also nix, die Unterwäsche. So. Ach ja, ich laufe da mal, ob ich irgendwie schöne, angenehmere Bekleidung finde. So, und zwar in der Kiste da. Die da. Auch nicht wirklich. So, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist Reserveunterwäsche. Nein. Das könnte ich drüben in die. Aber das lege ich nicht drüben rein. So, kurze Hose. Super. Und jetzt irgendein Shirt. Moment, wir haben eine blaue kurze Hose. Schön. So, ich brauche auch Essen. Fleisch. Haben wir gegrilltes noch? Nö, haben wir nicht. Könnten wir uns machen, aber. So. Ja, schöner großer Rucksack, ich weiß, aber. So, Loot, was haben wir denn noch? Also, wir brauchen ein Shirt, haben wir gesagt. Haben wir da irgendwas Wichtiges noch? Ja, Fetzen müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann nehmen wir eins und zwei Fetzen. So, haben wir noch mehr Muni? Die zwei reicht mal. Oder gehen wir noch? Wir laufen eh an der Hütte vorbei. Handwerk. So, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Schießpulver, Papier und eine Bleiplatte. Okay, und Toolbox. So. Ich schau mal, ob man da drüben. Moment. Muni. Ah, ich bin noch verwirrt. Verwirrt. So, Inventar. Haben wir nicht bei Waffen vielleicht noch ausreichend. Oh ja, wir haben ausreichend Muni. So, die nehmen wir da dazu. Ach so, das sind die Flare. Verdammt. Egal, nehmen wir das. Frage ist, ob wir auch irgendwie eine Pistole mitnehmen. Wenn ich das hier runterlege und das hier runterlege und das da ein wenig in den Rucksack. So, und in die Hüfttasche kommt entweder. Wir schauen einfach, wo wir mehr Munition dafür haben. So, und zwar 9 mm. 9 mm, 9 mm. Ja. Für die Hunter. Ich nehm die silberne. So. Auf Quick Access 3. Und für die silberne nehme ich. Passt das eh? Ja. So, und für die silberne nehme ich mit die da. 20 Schuss plus 5 Schuss. 5 Schuss, 20 Schuss. So, und jetzt schauen wir mal. Super. So, dann würde ich sagen, wir haben alles dabei. Weiter. Okay, obenrum noch immer nur die Unterwäsche. Aber so, wir laufen gemeinsam, würde ich sagen, soweit wir in der Folge kommen. Und ja, wir gehen durch die Stadt. So, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Na, 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 na. Natürlich würde ich gern ein wenig durch den Wald auch laufen, wegen Pilzen und Larven, aber wir werden auch sowas finden. So. Richtung Westen, aber wir dürfen nicht ganz Richtung Westen, sondern so ein wenig Nordwesten, aber eher Richtung Westen. Genau, so in die Richtung müsste eigentlich sein, bis zum militärischen Flugfeld.
Dann schauen wir mal. Ja, die Drohne. Oh, wie ich diese Drohnen. Naja, schauen wir mal. So, und dann möchte ich gerne auch überlegen, ob Kämpfe aus der Ego-Perspektive nicht besser sind. Will ich mal anschauen. Ja, so können wir der guten Yolanda, der guten Weitraut, beim Laufen den Rücken betrachten und frei halten, aber... Oh. Mhm. So, das können wir zum Beispiel sehen, aber vielleicht kämpfen wir besser aus der Ego-Perspektive. Hab zumindest den Hinweis erhalten und ja, werden wir schauen, ob das auch so passt, ob das auch so ist, ob ich das so fühlen kann. So, da wieder Richtung Nordwesten, eher Richtung Westen. So, und da laufen wir einfach geradeaus raus. Schauen wir mal, wie weit wir in dieser Folge kommen und in der nächsten Folge. So, vielleicht nächste Folge schneide ich dann das Laufen ein wenig. Schauen wir mal. So. Hier stehen doch überall Autos und du musst nicht extra... Ich weiß, ich weiß. Habe ich jetzt die Beretta gut geladen? Eine von 15? Moment. Wieso habe ich da nur einen Schuss drin? Okay. Wegen einem Magazin! Oh mein Gott! Okay. Noch ein Grund, warum wir dorthin müssen. Wegen des Magazins. So, und da werden wir das jetzt gleich testen aus der Ego-Perspektive. Moment, ist das alles gut? So? Aus der Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, auf jeden Fall können wir es gleich testen. Hey. Nö. Ja, brauche ich alles nicht. So. So. Ja, aus der Ego-Perspektive kämpfen ist so eine Sache, aber ich glaube, wir bleiben weiterhin... So ein Laufausflug ist doch auch was Feines, oder? Ja, aber wenn du alles mitnimmst, wirst du gleich ein volles Inventar haben. Ja, dann ist das so. Habe ich gerade überlegt, ob wir da reingehen? Ihr wisst, dass ich das überlegt habe. Aber, ja. Oh, wir müssen in die Richtung eher. Da können wir gar nicht durch die ganze Stadt laufen. Oh gut. Nägel hätte ich schon gern mit. Ja, nö. So, da haben wir wieder die schöne Statue. So. Schön. Und wie die Sonne auch schön scheint auf die Statue. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. Die Statue schaut so geradeaus, also schräg vor... Na, egal. Ein Kunstwerk für sich. So, da will ich nicht rein. Da will ich nicht rein. Da will ich nicht... Wobei, das wäre alles interessant. Oh. So, vorher haben wir den Ego-Kampf probiert. Moment, liegt da irgendwas Tolles drin? Hm. Rosa Kampfstiefel haben natürlich auch was. Ui. Ja,
Ui. Also ich kann nicht sagen. Oh. Ja, ich glaube, ich kann aus der Ego-Perspektive auch kämpfen. Und es macht nicht viel Unterschied. Na, die Bolzen lassen wir jetzt mal liegen. Na 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 na. Da ist nichts drin. Oh mein Gott. Da ist immer was drin. Los, gern. Wir müssen uns wieder ein wenig weiter Richtung Nordwesten halten. Tech One News. Das sind ganz schlechte Menschen. Boah, hat mich wirklich erschrocken. Hat mich echt erschrocken jetzt. So, komm nochmal her. Super. War hier irgendwas? Nö, wieder Bolzen. Und schlechte Kleidung. Die trage ich selbst. Wobei, so viel trage ich ja nicht. Und ich glaube, die Shorts sind gut. Ich glaube, die sind ganz gut. Ja, kurze Hose. Wir haben hier fast immer Sommer. Wie schön. Na, ich freue mich da wirklich drüber. Aber brauche ich da nicht. Ja, du kannst höhere Geschwindigkeit ansetzen. Ja, aber ich habe vor, dass die Gute dann extrem abnimmt. Und ich möchte ja nicht so ganz starke Unterernährung. Das will ich ja nicht. So, da im Wald können wir noch kurz rein. Vielleicht findet man einen Baumstamm mit guten Larven. Irgendwas Feines zum Snacken. Aber da ist kein Baumstamm. Ja, ich muss tiefer in den Wald, aber ich möchte nicht zu weit weg vom Haus hier. So, weil der geneigte Beobachter weiß natürlich, dass ich einmal rein möchte. Okay. So, wie praktisch, das Shirt werde ich nämlich in Lumpen zerteilen. So. So, und die Lumpen werde ich natürlich mitnehmen. So, da, da und da. Hätte ich wegen des Magazins schauen sollen. Naja. So, den Rest lasse ich da, da, da. Und schauen wir mal Lumpen. Okay, da ist auch verschlossen. Das war der Keller. Ach, da geht's wieder raus. Okay. Hm. So, weiter Richtung Nordwesten. Und wir verlassen die Stadt. Hinter uns die Lichter der Stadt. Ja. Wir kommen eh ganz gut vorwärts. Denke ich mal. Stoppwechsel. Phase 1 krank. Oh mein Gott. Oh, ein Baumstamm. Na, 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 na. So, eins essen, das andere legen wir in den Wanderrucksack. Die Larven im Rucksack. Immer wieder schön. Die kleinen Krabbeltierchen mitzunehmen. So, oh, ein Pilz. Wenn es ein Knollenblätterpilz ist, esse ich ihn nicht. So, was ist das? Ah, toll. Nö, esse ich nicht. Esse ich nicht. So. Dann haben wir das auch noch erledigt. Dann sind wir auch noch schön durch den Wald. Und können hier schön Pilzchen mitnehmen.
So. Zum Thema Stoffwechsel. Ja, geht noch. Blasenvolumen, Darmvolumen. Ist alles okay. Wir werden rechtzeitig eine Toilette finden. Irgendwo unterwegs. So hoffe ich zumindest. Moment, schauen wir mal. Ja, wird schon gehen. Da auf der Straße dann. Ja, das werden wir schon finden. So, bis dahin werden wir laufen. Ja, also Baufolge. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, da war ein Pilz am Boden. Ist das so ein Riesending? Ich glaube, das ist so ein Riesending. Da freue ich mich. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht und ich würde gerne ein wenig Rückmeldung haben wollen. Wollen noch Larven? Ja, man kann nicht genug Krabbeltiere im Rucksack haben. So. Also Eierschwammerl essen wir mal. So, und zwar würde ich das gerne, mir wäre es das Liebste, einmal bauen, also ein, zwei Folgen bauen und dann wieder ein wenig Ausflug machen. Ich weiß nicht, wie weit das okay ist, wenn ich zwischen den Folgen Sachen vorbereite. Ja, fürs Bauen macht das durchaus Sinn. Ist das zum Zusehen irgendwie langweilig, Baufolgen oder geht das? Ich habe da immer Skrupel bei Baufolgen in Scum. So. Aber ich schreibt es mir in die Kommentare, sagt es mir was auch immer. Bin ja da offen. So, auf jeden Fall möchte ich gerne weiter. Das war auch eine Frage. Weil wir haben ja jetzt so die 40 überschritten. So, wir haben ja die 40 überschritten, also nicht vom Alter her, sondern vom Folge her. So, das können wir mitnehmen. Dann könnten wir eigentlich die Schere, die Säge da lassen. Oh, wie schön die Gegend. Ob wir da noch weitermachen. Also im Moment macht es mir noch viel Freude. Ziemlich cool. Auch dieser Ausflug jetzt. Ich finde das nicht schlecht. Natürlich, wir laufen mit nicht unbedingt hoher Geschwindigkeit durchs hohe Gras. Kann man natürlich sagen, ach, Alter, liebe Waldraut, muss das denn sein? Also, das da muss sein. Hat ein rotes Jäckchen an, kann nur Rotkäppchen sein. Au, 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 fast. So. So, und da hinten wankt auch noch einer. Den lassen wir aber. So, was haben wir denn da? Oh, Seife. Habe ich noch immer nicht aufgegeben. So, Stoffwechsel. Wir haben ja jetzt, ja, ein bisschen mehr, jetzt schon 12. Ja, Kalorienverbrauch ist 6700, Kalorienaufnahme auch gut. So, das heißt, wir können ein wenig schneller laufen. Also, diese Vögel. So, wir sind ganz gut, wir kommen ganz gut voran. So, also, nochmal zurück, Baufolgenthema und so weiter. Seid ihr der Meinung, dass das okay ist? So, wir machen zwei, drei Baufolgen und dann wieder einen Ausflug. Oder soll ich jede Folge, in der ich ein bisschen was baue, auch einmal so in die Stadt? Ich weiß das natürlich nicht, wie ich das mit den Vorbereitungen immer so hinkriege und so. So, das viele Laufen gefällt ihr ja auch nicht. Aber wenn wir ein wenig langsamer. So, und müssten uns dieser Kreuzung nähern. Immerhin. Wir haben mehr als die Hälfte des Weges bereits wieder zurückgelegt. Ist doch nicht schlecht. Und wir nähern uns dem Porsche Panamera. So. Das heißt, ja, ich denke mal, ich schneide das nicht raus, weil nächste Folge werden wir ja dann bei Häusern vorbeikommen. Denke ich mal. Oh, Moment. Ja, da rechts. Rechts von uns sind Häuser. In die Richtung müssen wir laufen. Da ist eine Siedlung. Es ist Bevölkerung. So, was haben wir da für ein Schildchen? Okay. Oh ja, der Trockenrasen. Ach ja, wir schauen nochmal. Also, ich hätte doch schießen können. Stimmt. Ich hätte doch schießen können.
Das mache ich eh zu selten, schießen. So, es ist Gdynji Trilji. Völlig falsch ausgesprochen. Sorry dafür. Tut mir leid. So. Da vorne ist ein Häuschen. Auch wenn es nicht dringend ist, aber sicherheitshalber, bevor wir auf den Stützpunkt kommen, würde ich lieber vorher gerne das Geschäft erledigen, bevor es dann zu spät ist. So, und von der Map her, super Fortschritte, oder? Ich finde schon. Ich finde super Fortschritte. Wir sind fast da. Also fast da, aber bald da. So, und Kalorienverbrauch, wir haben 6.900 irgendwas Verbrauch und 8.500 Aufnahme. So, bedeutet, wir laufen wieder ein wenig. So, Gdynji, ich komme. Können wir erstmal den Gdynji aufnehmen, mitnehmen können. Da ist sicher eine Toilette drin. Wir gehen aber hier vor. So, dann, meine Lieben, ich würde sagen, das war's nämlich da für die heutige Folge. Alles andere erkunden wir in der nächsten Folge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles andere erkunden wir in der nächsten Folge. Den da werde ich noch fertig machen. So. Der liegt doch so schön am Boden. Nö. Ist das cool. Also natürlich jetzt... Da könnte ich glatt skeptisch werden. So, wir stellen uns da mal ein. Oh ja, Zigaretten. So, dann... nö, Küchenbrück brauche ich keins. Das nehme ich noch. Dann gehe ich da mal rauf. Da liegt niemand, außer wir. So, eine kleine Rast in Ehren kann niemand verwehren. So, meine Lieben, das war's aber für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.